Die Angst, den falschen Pilz in den Korb zu kriegen, die treibt viele um. Deshalb geht man nicht in den Wald, pflückt keine Pilze. Ich will euch heute deshalb zeigen, welcher Pilz hervorragend zu dem Hecht passt, den wir in diesem Video auch fangen. Erkläre euch die Merkmale dabei und ja, auserkoren für dieses Gericht, das wir am Ende lecker zubereiten, ist der Lachsreizker. Na, damit ihr wirklich wisst, welchen Pilz ihr super zu dem Hecht reichen könnt. Ja, und am Ende erfahrt ihr dann auch noch, dass das Kochen auch kein Hexenwerk ist und dass man aus Wald und Wasser hervorragende Dinge zusammentragen kann, um was Leckeres daraus zu kochen. Liebe Freunde und Freundinnen der Natur und der schönsten Nebensache dieser Erde. Hier ist wieder euer Jörg von Fishing King. Heute in diesem Video gibt es wieder was Leckeres zu essen aus dem Wald und aus dem Wasser. Ja, und zwar haben wir uns jetzt vorgenommen, der Eugen und ich, Lachsreizker für euch zu sammeln. Da sind wir gar nicht so weit weg vom Fisch. Lachsreizker, auch Edelreizker genannt, gehören zu den festesten, aromatischsten und leckersten Speisepilzen, die man überhaupt finden kann bei uns hier in unseren Wäldern. Ja, und da passt ein Fisch dazu, der ebenfalls Pep hat, der Aroma hat, nämlich der Hecht. Ja, nachdem wir uns hier mit den Lachsreizkern vergnügt haben im Wald, werden wir am Wasser uns den Hecht fangen und heute Abend was richtig Leckeres daraus zubereiten, nämlich aromatischen Hecht, schön gebraten, Drangia-Kocher in der Pfanne mit leckeren Lachsreizkern dazu. Ich freue mich drauf. Eugen, das wird ein Festmahl. Manche meinen, dass es der beste Speisepilz ist, den man überhaupt finden kann in unseren Wäldern. Ich mag ihn auch sehr gerne, den Lachsreizker. Lachsreizker, weil gleich, wenn wir ihn abschneiden, so ein leicht roter Saft unten an der Schnittstelle austreten wird. Ja, und rot, ne, ist für viele halt gleichbedeutend mit Lachs. Jo. Edelreizker, Lachsreizker, so wird er genannt. Ja, und wir haben jetzt hier Glück gehabt, dass wir unseren Pilz, den wir zum Hecht reichen möchten, hier an dieser wunderschönen Fichte gefunden haben. Da wachsen die oft. Und jo, es handelt sich auch um ein paar Exemplare. Da vorne, Eugen, schau mal, da waren die Schnecken schneller als wir. Das sollte uns zu denken geben, ne, wenn die Schnecken schon schneller sind als wir. Schau, der ist nämlich schon ganz schön angeknabbert. Die Exemplare hier sind wunderschön, die werden wir gleich ernten. Und da drüben stehen noch zwei recht große. Die, glaube ich, lassen wir stehen. Die schauen wir uns aber auch mal genauer an. Gut, Erntezeit. Da sind jetzt noch eine Menge von diesen Kiefernadeln drauf. Die machen wir erstmal runter. So. Fühlen mal, ob der Pilz noch schön ist. Das sieht sehr gut aus. Vielleicht hat er ein paar Stellen, die von den Schnecken schon angefressen sind. Das soll uns aber nicht stören. Jetzt schneiden wir ihn ab. Und schaut mal her. Hier. So kann man das, glaube ich, gut sehen. Dieser rote Saft, der hier austritt. Ganz, ganz typisches Merkmal. So. Und daran habt ihr auch ein ganz sicheres Merkmal, dass es der richtige Pilz ist, der Lachsreizker, weil alle rotmilchenden Reizkerarten essbar sind. Ja, und den nehmen wir jetzt gerne mit und freuen uns auf das tolle Gericht mit dem Hecht. Der ist jetzt doch nicht ganz so schön wie erwartet, weil die Schnecken da schon ganz schön gehaust haben. Jetzt schauen wir uns die beiden mal an. Also der fühlt sich perfekt an hier. Das ist er auch. Also der ist jetzt wirklich makellos. Auch wieder die rote Milch als Merkmal. Ne, kann man schön sehen. Super gut. Den nehmen wir uns mit. Der passt klasse zu unserem Hecht, den wir dann hoffentlich gleich aus der Elbe ziehen. Schön sauber machen. Numero uno. Und den nehmen wir auch mit. Direkt daneben.
Auch ein wunderschönes Exemplar, noch nicht angefressen. Der ist muss mutmaßlich auch erst relativ kurz aus der Erde rausgekommen. Und ja, tipptopp. Schön. Den haben wir jetzt schon geerntet, dann nehmen wir den auch mit. Da schneiden wir dann einfach die Fraßstellen ein bisschen raus. Dann geht der auch noch. Prima! Somit hätten wir unsere Lachsreizger gefunden. Toll! Genau wie beim Angeln gibt es natürlich auch beim Pilzesammeln gutes und schlechtes Wetter. Und wie ihr es euch sicher vorstellen könnt, ist es nicht gut, wenn es über lange Zeit zu trocken ist. Wir hatten in diesen Jahrhundertsommern 2018, 2019 wirklich sehr schechte Situationen zum Pilzesammeln, weil einfach alles staubtrocken war. Wenn man Pech hatte, ist sogar das Waldstück abgebrannt, wo man seine Pilze sammelt. Ja, und das ist jetzt in diesem Jahr ganz anders. Wir haben da so einen wunderbaren, feuchten Sommer gehabt. Trotzdem so, dass es oft warm war, man die Zeit auch genießen konnte, aber dazwischen immer wieder Regen. Und das setzt sich jetzt bis in den September, in den Herbst fort und dadurch ist der Waldboden immer schön feucht. Ja, und durch diese Feuchtigkeit sprießen im wahrsten Sinne des Wortes die Pilze. Ja, und deshalb haben wir eine gute Saison. Und überall, wo ihr so ein bisschen Schatten habt unter den Bäumen, vielleicht auch etwas Moos oder Laub, habt ihr natürlich auch so einen Speicher für die Feuchtigkeit. Und da könnt ihr dann alle möglichen Pilze finden. So ein moderater, ja, leicht regnerischer Herbst, immer wieder warme Phasen dazwischen, das ist perfekt. Und das haben wir in diesem Jahr auch. Und deshalb kriegen wir auch einiges ins Körbchen. So ihr Lieben, noch ein bisschen außer Puste, gerade aus dem Wald gekommen. Na, wir haben diese schönen Lachsreizger gefunden, die Hammer. Und jetzt geht es darum, hier in der Elbe, in der Elbtalaue noch einen schönen Hecht zu fangen. Na, wollen wir mal loslegen, ne? Und schauen, ob er zu Hause ist. Bam! Oh nee. Das macht einfach Spaß. Ja, nichts gegen Pilze sammeln, Eugen, aber Angeln ist schon noch geiler. Irgendwie ist das schon noch geiler. Na Leute, wer sagt's denn hier? Schön! Das ist ein Hecht. Das siehst du, wenn er so früh an die Oberfläche kommt, kannst du dir immer sicher sein, dass es ein Hecht ist. Ja. 60, ne? So sollen sie sein. Super! Sehr schön hier. Ja. Jawohl. Ja, Leute, so geil, oder? Ein wunderschöner Küchenhecht. Hat genau die richtige Größe, wir haben ihn gemessen, also fast 60, ne, 59. Und er ist schön fleischig. Das ist halt jetzt so das, was man im Herbst fängt. Einfach schöne, gut genährte Fische und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, Leute. Aber nur nachdem ich die Methode mal gewechselt habe. Ne, ich hatte ja mit Wobbler begonnen, wollte eigentlich den Hecht auch mit Wobbler fangen heute. Aber ein Narr ist man, wenn man verbohrt ist. Ne? Und ich habe halt gemerkt, dass bei dem Wetter vielleicht ein Gummifisch besser zieht. Und so war es dann auch tatsächlich. Ne? Und da hat er hier auf den Klassiker in der Elbe gebissen. Schön, ich freue mich, Leute. Dann ab zum Kochen. Lecker Edelreizger mit Hecht.
Und jetzt lassen wir die einmal richtig schön anbraten. Dann saugen die sich schön mit dem Speck voll und mit der zerlassenen Butter rösten ein bisschen an. Und in der Zeit kümmern wir uns schon mal um unseren Hecht. Erstmal wieder ein bisschen gesalzen. Einfach so ein bisschen mit Meersalz erstmal einreiben. Mehlieren den Burschen noch ein bisschen, klein bisschen Weizenmehl drüber. Ups, ganz schön windig heute übrigens. So, dass der nicht so anhaftet und ein bisschen Farbe bekommt. Einfach so ein bisschen jetzt im Mehl wälzen, seht ihr? Wenn ihr das nicht macht, kann es passieren, dass euch der Fisch schneller anhaftet in der Pfanne. Und der bekommt natürlich auch nicht so eine schöne Bräunung. Also so ein ganz klein bisschen Melieren ist nicht verkehrt. Und jetzt lassen wir den Fisch wieder schwimmen. Ein letztes Mal in seinem Leben in heißer Butter. Die sind jetzt eigentlich wunderschön. Der Hecht fängt jetzt auch an zu brutzeln. Ja, und das ist halt ein Geruch wie Weihnachten und Ostern zusammen, ne? Das ist wunderschön. So, bei den Pilzen ist das ganz einfach. Die braten wir jetzt so lange an, bis die ein bisschen weich werden hier in unserer Butter mit Speck und Zwiebeln. Beim Hecht haben viele Bedenken, dass sie das nicht richtig machen mit dem Braten. Ja, und das Beste, was ich euch als Tipp geben kann, um einen Fehler zu vermeiden, ist, den Fisch einfach nicht zu lange zu braten. Na, wir haben den jetzt etwa 2 Minuten in der Pfanne drin, drehen ihn dann jetzt schon mal um. Da seht ihr schon, dass die Rückseite wegen des Mehls ein bisschen angebräunt ist. Und so bleibt der Fisch dann am Ende auch schön saftig und wird euch nicht zu trocken. Ja, also ein Trick, ein Fehler, den ihr vermeiden könnt, den Fisch bitte nicht zu lange braten. Und dann ist das ganz easy, lasst euch nicht kirre machen. Bereitet die Fische, die ihr zu Hause habt, die ihr gefangen habt, einfach zu, traut euch das zu und dann findet ihr selbst auch die idealen Garpunkte raus. Das ist kein Hexenwerk. Jetzt lassen wir ihn noch ein bisschen hier auf der anderen Seite anbraten. Schauen mal, was unsere Pilze machen. Die sind jetzt schon wunderschön gebräunt. Na, der Speck ist auch schön kross. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Da könnte man gerade so reinspringen. Und das ist für uns der Zeitpunkt, wo wir hergehen. Und mit einem kräftigen Schuss Weißwein die Pfanne mit dem Hecht ablöschen. Das duftet, Leute. Herrlich. Also ruhig so ein kleines Tässchen Weißwein dazu. Und jetzt mit ein bisschen Sahne aufgießen. Einfach Schlagsahne, frische Schlagsahne, die ihr im Kühlregal bekommt. So. Dann kommt da ein klein bisschen Petersilie mit rein. Einmal so ein bisschen durchschwenken hier alles. Und jetzt, Freunde, fügen wir beide Leckereien zusammen. Jetzt kommen nämlich die Pilze in die Pfanne mit dem Fisch. Ich mache das mal so, damit du das auch besser drauf kriegst, Eugen. So. Und jetzt lassen wir das Ganze noch mal so 3, 4, 5 Minuten vor sich herköcheln. Dann kann die Soße schon mal ein bisschen eindicken. Der Fisch kriegt den perfekten Garpunkt. Wird also definitiv nicht trocken bei der Zubereitungsweise. Und die Pilze nehmen schön das Aroma auch unseres Fisches noch mit an. Ja, und das wird ein echtes Leckerchen, Leute. So, schaut mal, jetzt wird das richtig schön sämig. Na, das dickt alles ein bisschen ein. Und jetzt reiben wir noch schönen Pecorino darüber. Frisch reiben. Nicht das fertig geriebene Zeug im Supermarkt kaufen. Parmesan geht auch. Schön großzügig, aber auch nicht zu viel.
weil der ist natürlich sehr würzig, ne? Und wir wollen ja auch die Aromen unserer Pilze und unseren leckeren Hecht rausschmecken. So, ihr Lieben, so schaut das aus. Kann man mal machen, ne? Aus dem Wald und aus dem Fluss, alles selbst gesammelt. Und wie ihr gesehen habt, um auch eure Bedenken vorm Kochen zu zerstreuen. Es ist kein Hexenwerk, ne? Es ist wirklich nicht schwierig. Und wir haben mit einfachen Mitteln, mit Spiritus Coran gearbeitet. Ja, und das Ergebnis kann sich sehen lassen und wahrscheinlich auch schmecken lassen. Wir werden es euch gleich berichten. Hui. Oh, schön mit dem Käse. Mm. Mm. Wahnsinn. Echt geil. Boah. So, liebe Naturfreunde und Naturfreundinnen und Anhänger der schönsten Nebensache dieser Erde. Wir haben jetzt einen wunderbaren Hecht mit Edelreizgarn gekocht. Eugen und ich schwelgen in diesem Gericht. Und das Wichtigste ist nicht, dass wir satt werden und dass es uns schmeckt, sondern dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns tierisch, wenn ihr uns einen Kommentar hier da lasst zu dem Film. Und wenn ihr vielleicht auch liked, ne, den Beitrag teilt, wenn ihr ihn besonders cool findet, ne, vielleicht Familie, Freund, einen Tipp geben könnt, wie man ein geiles Essen zubereitet aus dem, was man aus Wäldern und Flüssen oder Seen bei uns rausholt. Ja, und natürlich, wenn ihr jetzt noch keine Angler oder Anglerin seid und Bock habt, das selbst zu machen. Na, zum Pilzesammeln braucht ihr keinen Schein, aber ihr braucht einen zum Angeln. Und da seid ihr bei uns bei Fishing King natürlich hervorragend aufgehoben und könnt euch eine prima, solide Ausbildung zur Angelprüfung holen und dann könnt ihr loslegen. Bei all dem viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Jörg von Fishing King. Ja, nichts gegen Pilze sammeln, Eugen, aber Angeln ist schon noch geiler. Irgendwie ist das schon noch geiler.